Wir haben es lange erwartet, jetzt ist es passiert. OpenAI hat ChatGPT Atlas gelauncht. Das ist der hauseigene Browser von OpenAI, mit dem ihr jetzt ins Internet gehen könnt. Und wenn ihr euch fragt, wozu ist das wichtig, 30% von euch schauen dieses Video gerade über einen Browser. Deswegen ist es ein ziemlich großes Ding, denn jetzt wird damit ChatGPT quasi das Internet, wenn man diesen Browser benutzt. Es ist natürlich die Frage, wie ist es anders als der Browser von Perplexity? Wie unterscheidet sich das von einem Browser wie Chrome oder Arc und anderen? Warum ist das so interessant? Das schauen wir uns jetzt an. Und auch die Frage, solltet ihr direkt wechseln? Darum geht's jetzt. Was ist passiert? Ich bin gestern Abend nach Hause gekommen, wollte eigentlich Feierabend machen, mich auf die Couch legen und dachte, tja, Couch oder Content. Auf einmal kam OpenAI und hat Atlas gelauncht. Today we're going to launch ChatGPT Atlas, our new web browser. This is an AI-powered web browser built around ChatGPT. It's something we've been super excited about and working hard on for a long time and really excited to share with you today. Und ich habe gedacht, nee, das muss ich mir jetzt anschauen. Das heißt, sie haben es auch gestern nicht nur vorgestellt, sondern direkt für macOS verfügbar gemacht. Das heißt, ich habe es mir direkt runtergeladen, ausprobiert und das ist a pretty big thing, denn so haben wirklich viele Menschen jetzt diesen Browser und haben sofort eine Meinung dazu. Und ich glaube, das ist das, worum es hier geht, diese Meinung mal ein bisschen auseinander zu pflücken und zu überlegen, was ist daran spannend, warum ist das so ein großes Ding, das will ich mir mal anschauen. So, wie in jedem Browser könnt ihr euch den Browser runterladen und installieren. Wenn ich sage ihr, dann sind das diejenigen, die einen Mac-eigenen Chip haben auf macOS, also die M-Chips 1, 2, 3, 4, 5, nicht die Intel Macs und auch noch nicht für PCs. Das hat OpenAI heute Nacht ausgerollt. Ich habe so einen Chip, das heißt, ich habe mir es runtergeladen, installiere das Programm, mache es auf und das Erste, was ihr seht, melde dich mit deinem ChatGPT-Account an. Aha, das sind dann auch immer die ersten Kommentare. Ja, die greifen jetzt alle Daten ab. So. Hier muss man unterscheiden. Ein Browser, der bei euch auf dem Rechner läuft, macht gewisse Sachen am Rechner und schickt die nicht per se immer ins Internet. Aber der Browser ist euer Tor zum Internet. Das heißt, wenn ihr euch jetzt anmeldet, beispielsweise in Chrome, ganz normal Google, werden da auch Sachen auf den Google-Servern gespeichert und zwar ziemlich viel. Ihr vertraut aber Google und hinterfragt das gar nicht mehr. Ich weiß nicht, jeder von euch, aber viele tun's. Hier ist ein entscheidender Unterschied. Ihr meldet euch mit eurem ChatGPT-Account an. Das ist tatsächlich neu, dass OpenAI dann diesen Zugriff hat. Und deswegen könnt ihr auch ausschalten, beispielsweise das Modell für alle verbessern, Haken abmelden. Und ich glaube, ihr könnt auch noch zwei, drei Sachen im Browserverlauf sagen, bitte nicht speichern, nicht merken. Ihr könnt auch personalisieren. Also ihr könnt ein paar Dinge tun, um diesen Browser in den Einstellungen anzupassen. Solltet das auch tun. Das einfach mal einmal vorweg. Aber grundsätzlich gilt, bei jedem Browser, denkt einfach dran, Leute, ihr geht damit ins Internet und teilt ihr damit sowieso schon relativ viele Daten. Die meisten Menschen machen das eh sehr unbedarft. Und vielleicht lohnt es sich jetzt einfach mal wieder hier an der Stelle hinzugucken und ein bisschen was zu lernen. Jetzt seid ihr diejenigen, die sagen, okay, verstanden, ich passe auf, ich will aber dieses Experiment einmal ausprobieren. Dann meldet ihr euch mit eurem ChatGPT Plus oder Pro Account an und könnt jetzt Folgendes tun. Ich glaube, der Teams-Account geht auch. Ich habe nämlich einen Business-Account genommen, das heißt, es funktioniert. Ihr habt allererstes Mal ganz normal einen Browser. Dieser Browser öffnet Seiten. Dieser Browser öffnet aber nicht nur Seiten mit, ich will hier irgendwie Klamotten kaufen oder shoppen gehen, sondern er kann natürlich auch euer Gmail öffnen, euer Google Docs öffnen, euren Outlook-Account öffnen und so weiter. Und dann habt ihr auf einmal ChatGPT quasi da drin, ohne dass ihr... Und ihr gebt doch zu, ihr schreibt eure E-Mail sowieso mit ChatGPT, ohne dass ihr das jetzt hin und her kopieren müsstet. Und da sind mehrere interessante Features, die OpenAI drin hat. Erstens, ihr habt quasi ChatGPT immer in der Seitenleiste, um etwas zu fragen. Machen die meisten Menschen sowieso schon. Zweitens, ihr habt den sogenannten Cursor. Ja, ich glaube, das heißt Cursor. Der Cursor ist quasi, ihr markiert eine E-Mail oder einen Absatz in einem Google Doc und sagt, formulier mir das mal um. Und das Interessante ist, jetzt sagt man so, ja, aber das haben doch die ganzen Apps alle schon eingebaut. Und hier seht ihr die Browser Wars. Wer den Zugang zum Browser hat, kontrolliert am Ende, was wir im Internet machen. Und sie werden zumindest jetzt erstmal testen, ob Leute das annehmen. Wenn sie es nicht annehmen, würde OpenAI wie immer das einfach wegkicken. Wenn sie es annehmen, könnte das ein heißes Feature sein. Das heißt, ihr könnt Text markieren und sagen, schreibt das um, macht das ein bisschen anders, eingebaut. Und dann kommt der eigentlich spannende Teil. Und das ist die Agentic-Funktion. Das ist das, was Perplexity versucht, was Arc versucht und so weiter. Die alle sagen, hey, wir wollen den Browser neu erfinden. Der soll jetzt Agentic sein. Das heißt, der browst für uns. Und ich glaube, hier muss man ein bisschen schauen, dass man einmal versteht, was ist das überhaupt? Wie funktioniert das und warum hat das doch gewisse Limitationen, aber warum hat das auch gewisses Potenzial? Also, Beispiel, in der Präse hat OpenAI gezeigt, da ist ein Google Doc mit einer Liste an Anforderungen, eine Party zu organisieren. Und diese Liste sollte übertragen werden von einem Google Doc in das Projektplanungstool Linear.
ziemlich mühsamer Task. Das wäre so, weiß ich nicht, vielleicht habt ihr es mal Zeiten zu erfassen von euren Projekten oder ihr müsst Belege eintragen oder viele Flugslots buchen. Also so Tätigkeiten, die man im Browser macht, wo man sagt, so, oh, warum muss ich das jetzt so machen? Der Browser übernimmt dann und beginnt wirklich diese Liste durchzuarbeiten und liest sich das durch und versteht das und schickt auch immer wieder an ChatGPT natürlich Sachen dann zurück, um zu verstehen, was da passiert, und bedient dann quasi die Browseroberfläche, öffnet dann das andere Tool und trägt es dann entsprechend dort ein. Das ist jetzt der Moment, wo ihr entscheiden müsst, logge ich mich jetzt in das Tool ein, gebe ich jetzt OpenAI die Daten, aber OpenAI baut immer wieder auch Sicherheitsmechanismen ein, das haben sie auch in den Einstellungen gezeigt, das solltet ihr mal durchlesen, wo drin steht, bei Bankdaten machen wir immer einen Stopp, du entscheidest jedes Mal, ob du dich einloggen willst oder nicht einloggen willst und so weiter. Warum sind die da so vorsichtig? Aus zwei Gründen. Erstens, ihr wisst das selber, Large Language Models halluzinieren. Die machen auch manchmal Quatsch. Oder wenn sie bestimmte Instruktionen geben, die ihr reingegeben habt, dann generieren die Quatsch, weil ihr den Quatsch so reingegeben habt. Jetzt stellt euch mal vor, andere Leute geben Quatsch irgendwo rein und sorgen dafür, dass da steht, hier sind Instruktionen an den Browser. Dann kann es sein, dass euer Agent diesen Instruktionen folgt. Das ist das Problem, das nennt man Prompt Injection, und das ist ein häufiger Kritikpunkt, dass diese Browser dann noch nicht perfekt sind. Ich glaube auch nicht, dass es morgen gelöst sein wird, aber wenn wir es nicht testen, werden wir es nie rausfinden. Zweitens, der kann natürlich genau wie Menschen, wenn ihr mal was Falsches runterladet, ein PDF mit malicious Content drin oder sowas, das kann so ein Browser halt auch machen, der kann ja Sachen runterladen. Das ist ein zweiter Angriffspunkt. Und so gibt es Angriffspunkte bei diesem Agentic-Verhalten, die dazu führen, dass Leute sagen, das ist alles Quatsch, das wird nie funktionieren. So, und ich kann die verstehen, aber das ist natürlich der experimentelle und spannende Teil. Hier kommt mein Take, warum ich glaube, dass es trotzdem wichtig ist, diese Entwicklung voranzutreiben. Der Browser ist seit Netscape nicht wirklich anders weiterentwickelt worden. Jetzt gibt es den Arc-Browser, der ist deutlich, finde ich persönlich, moderner, der teilt die Sachen anders auf, der hat die Tabs nicht mehr oben an der Seite und so, so Kleinigkeiten. Aber die Kernfunktionalität des Browsers wurde seitdem nicht überarbeitet. Google hat einen krassen Standard rausgehauen mit Chromium, offensichtlich, und damit auch Chrome, deswegen ist Chrome auch ein so beliebter Browser, dass ich vermute, dass Google jetzt in sehr starkem Zugzwang ist und auch schon lange daran arbeitet, einen eigenen neuen Browser rauszuhauen. Gedanke? Ich weiß nicht, ob es stimmt. Es könnte aber auch sein, dass sie sagen, wir warten noch damit, weil wir haben so viel Vertrauen und Trust, dass Leute bei uns erwarten, dass eben nicht malicious was passieren kann. Und selbst Google kriegt das nicht gelöst. Denn stellt euch mal vor, vielleicht haben wir also durchweg eine zweite Art von Browser, die jetzt neben den klassischen Browsern existieren wird. Ganz schön kompliziert. Aber kann sein. Und wenn ihr sagt, ihr wollt mehr Pro und noch mehr verstehen, dann geht es euch genauso wie mir. Und deswegen habe ich einen neuen Podcast gelauncht, der heißt AI to the DNA. Da geht es darum, die Natur dieser Technologie im Kern zu verstehen. Und ich nehme mir wirklich eine Stunde Zeit mit Leuten, die wirklich tief in der Materie drinstecken, das anzuschauen. Das sind beispielsweise Gäste wie Oliver Goertler, der Microsoft-Chef, der quasi Partnerunternehmen im ganzen Dachraum, 3,5 Millionen Kunden, der einen Einblick gegeben hat in der ersten Folge, wie KI im Mittelstand wirklich genutzt wird. Die Folge ist schon live, findet ihr unter AI to the DNA auf allen gängigen Podcast-Plattformen und hier auf YouTube. Und ihr bekommt gleich in ein paar Tagen, das passiert jetzt in den nächsten Tagen sogar schon schnell, die Folge mit dem Gründer von NotebookLM von Google. Der arbeitet wirklich direkt ganz oben bei Google mit, hat dieses geniale, krass abgehende Tool NotebookLM entwickelt. Steven Johnson, also AI to the DNA abonnieren, und ich freue mich auf eure Kommentare, und es geht dann auf jeden Fall weiter. Jetzt wird ChatGPT der Browser. Und OpenAI bekommt damit natürlich noch mehr Daten von Menschen, die im Internet Sachen suchen. Vorher war das, ich bin auf einer Seite, packe es in ChatGPT, das ist schon hilfreich. Aber es werden sehr viele Menschen nicht ausschalten, dass diese Daten getrackt werden, bin ich mir sehr sicher. Das bedeutet, OpenAI profitiert massiv davon, wie dieser Browser genutzt wird und wie sich das Verhalten dann ändert. Und mit dem Browser ist es dann eben schon näher daran, ein integriertes Tool zu sein. Wenn jetzt noch eine Hardware dazu kommt im nächsten Jahr und vielleicht noch zwei, drei Veränderungen in der Produktart und Weise, dann sind wir deutlich näher daran. Trotzdem weiß ich nicht, ob OpenAI da das Rennen machen wird oder vielleicht Anthropic oder vielleicht Google. Denn das hat man damals bei Nokia auch gedacht, dass Nokia das Rennen macht und definitiv auf die Idee kommt, wie Smartphones genutzt werden. Und dann war es der damalige, zwar nicht Underdog, aber nicht große Mobilfunkhersteller, Apple. Deswegen glaube ich, lohnt es sich, an diesen Themen dran zu bleiben, Pro-Blick zu haben, Pro-User zu sein. Das ist das, was wir mit diesem Kanal hier auch versuchen jede Woche. Vom Tool-Tourist zum AI-Anwendungsweltmeister. Und das in wenigen Minuten. Also bleibt dran, teilt das Video, denn KI macht zusammen mehr Spaß als alleine. Und wir sehen uns in ein paar Tagen schon wieder.